Als Afrikaner bist du ein Außenseiter in der Welt. Als Ugander bist du ein Außenseiter in Afrika. Wenn du aus Katwe kommst, bist du ein Außenseiter in Uganda. Als Mädchen bist du ein Außenseiter in Katwe. Im Schatten der ugandischen Hauptstadt Kampala liegt Katwe, ein Elendsviertel. Hier werden Flüchtlinge angesiedelt, denn in diesem Slum lebt niemand freiwillig. Verbrechen, Drogenkonsum und Prostitution wuchern. Jedes zweite Teenagermädchen ist schon Mutter. Es heißt, wer in Katwe geboren wird, stirbt da auch. Das Leben in Katwe ist sehr herausfordernd. Die Menschen, die hier leben, haben keine Wahl. Hätten sie eine, würden sie von dort weggehen. Aber es ist der einzige Ort, den diese Menschen sich leisten können. Und es ist schon schwer zu erzählen, wie die Menschen dort leben. Jeden Morgen um 6 betritt Robert Katende ein heruntergekommenes Gebäude. Es ist die Agape-Kirche. Sie gehört zu einem amerikanischen Missionswerk namens Sports Outreach. Katende ist hier der Leiter. Ich glaube, dass alle Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, gerne spielen. Mit Sicherheit. Aber es gibt nur wenige Gelegenheiten dazu. Und viele der Kinder hier spielen nie, weil sie sich ums Überleben kümmern müssen. Wie man sich vorstellen kann, steht auch hier Sport hoch im Kurs. Die Jungs spielen Fußball. Jeden Morgen kommen Dutzende Kinder. Die meisten gehen nicht zur Schule. Manche sind Waisen, andere obdachlos. Alle suchen nach Orientierung für ihr Leben. Wenn sie kommen, zeige ich ihnen erst einmal, dass sich jemand um sie sorgt und für sie da ist. Man spielt zusammen und macht ihnen Mut. Und wenn ein Vertrauensverhältnis entstanden ist, kann man sie zu einem anderen Lebensstil anleiten. Fußball ist zwar sehr beliebt, aber er hat auch Nachteile. Es geht schnell zu und manchmal ziemlich rau. Das mögen einige Kinder nicht. Also überlegte Robert, was er tun könnte. Er kam auf ein Brettspiel, das dort so fremd ist, dass es dafür kein Wort in seiner Muttersprache gibt. Schach. Robert wollte es den Kindern beibringen, obwohl die noch nicht mal lesen können. Was man beim Schachspiel erlebt, erlebt man auch im wahren Leben. Es braucht Strategie, abstraktes Denken, Konzentration, Fokus, Zeitmanagement, einfach alles. Egal über welchen Bereich man spricht, wir brauchen das in unserem Leben. Als Robert eines Tages den Kindern erklärte, was die Bauern, Türme und Könige dürfen, fiel ihm etwas auf. Ein 9-jähriges Mädchen, das am Fenster stand. Am ersten Tag nahm ich sie wahr, wie jedes andere Kind auch. Ich fragte mich, wie es ihr ging, wie sie sich fühlte. Ob Fiona Mutesi damals wirklich 9 Jahre alt war, lässt sich nicht genau sagen, denn niemand kennt ihr Alter. Man weiß nur, dass sie in Katwe geboren wurde und dass ihr Vater starb, als sie 3 war, wahrscheinlich an AIDS. Als sie das erste Mal am Fenster stand, war sie viele Kilometer gelaufen, um etwas zu essen zu finden. An dem Tag war ich sehr schmutzig und hatte großen Hunger. Mein Bruder erzählte mir, dass sie dort Schach spielen. Also wollte ich es lernen, um etwas zu essen zu gewinnen. Schach ist kein einfaches Spiel. Als Fiona anfing, verlor sie, sehr oft sogar. Aber sie spielte trotzdem weiter. Da war ein Junge, der jeden Tag gegen mich gewann. Einmal ging ich zu Robert, der mir erklärte, wie ich meine offene Flanke verteidigen kann. Dann spielte ich wieder gegen den Jungen und diesmal gewann ich. Er weinte. Von dem Tag an wollte ich jeden Jungen schlagen. Schon nach kurzer Zeit wurde mir klar, dass an diesem Mädchen etwas Besonderes war. Man erklärte ihr etwas und sie verstand es sofort. Was sie einzigartig macht, ist, dass sie etwas hat, was man nicht lehren kann. Instinkt. Diese Fähigkeit, den richtigen Zug schon weit im Voraus zu wissen und dass der falsche Zug den Tod bedeuten kann. Das hat sie wohl schon früh in Katwe gelernt. Das Umfeld, in dem sie hier leben, verlangt von ihnen, aggressiv zu sein, denn es geht ums Überleben. Ich denke, dass sie das übertragen auf das Spielen.
Also ging es auch darum, sie zu beruhigen. Man muss nicht immer angreifen, sondern strategisch denken, gut planen und die Figuren für den Angriff vorbereiten. Innerhalb von einem Jahr schlug Fiona alle Jungs aus der Agape-Kirche, auch Trainer Robert. Bald spielte sie gegen Kinder aus anderen Schulen, dann gegen Uni-Studenten. Sie schlug alle gnadenlos. 2007 gewann die 11-jährige Fiona Mutesi die ugandischen Juniorenmeisterschaften und kurz danach die Landesmeisterschaften. Fiona Mutesi ist Christin. Beim Schach hatte sie den christlichen Glauben kennengelernt. Dieser hilft ihr heute, in Katwe zu überleben. Als ich anfing, dahin zu gehen, war ich nicht gläubig. Aber ich hörte mir immer die Geschichten an. Sie waren so interessant. Ich bin extra für die Geschichten immer noch da geblieben. 2010, als Fiona 14 war, flog sie mit der ugandischen Nationalmannschaft nach Sibirien zum bedeutendsten Turnier weltweit, der Schacholympiade. Es war das zweite Mal, dass sie ihr Land verließ und das erste Mal, dass das junge Schachwunderkind die große Welt sah. Es ist so viel passiert. Ich kann es kaum glauben. Bevor ich mit dem Schach anfing, lebte ich im Slum und ich dachte, dass jeder so lebt. Als Fiona wieder zu Hause landete, begrüßte man sie in Uganda wie eine Heldin. Bald kamen die Anrufe von Journalisten und Reportern. Ihre Geschichte lief auf großen TV-Sendern und es gibt ein Buch über ihr Leben. Sie tourte in Amerika, besuchte die Bill und Melinda Gates Stiftung, traf Garry Kasparov. Disney drehte einen Film über sie. Sie hat eine großartige Zukunft. Manchmal fühle ich mich total überwältigt von allem. Es ist egal, was ich durchgemacht habe, denn das alles liegt nun hinter mir. Ich blicke nur in die Zukunft. Schach ist ihre Chance, den Slum und die winzige Hütte, in der sie mit ihrer Familie lebte, hinter sich zu lassen. Und weil sie dem allem entkommen konnte, ist sie zum Vorbild für andere geworden. Sie ist eine Hoffnungsquelle. Viele Kinder haben ein Leben so wie sie früher. Zu sehen, wie sie ausbrechen konnte, ist für andere eine inspirierende Geschichte. Ich habe die Kinder immer ermutigt, keine Ausreden mehr. Egal worum es geht, mit Gott ist alles möglich. Es gibt keine Grenzen. Als Afrikaner bist du ein Außenseiter in der Welt. Als Ugander bist du ein Außenseiter in Afrika. Wenn du aus Katwe kommst, bist du ein Außenseiter in Uganda. Als Mädchen bist du ein Außenseiter in Katwe. Und trotz allem, die Königin steht fest.